Grüß Gott, Herr Strache. Grüß Sie, servus. Kommen Sie rein in meinen Garten heim. Dankeschön, Herr Strache. Und, wie geht es Ihnen heute? Ja, eigentlich sehr gut. Die Veilchen in meinem Herzen, die strahlen heute grün. Das ist aber schön zu hören. Und, haben Sie heute noch etwas Besonderes vor? Ja, also ich werde mit unseren syrischen Mitbürgern eine kleine Naturreise machen durch Wien und eine Kultur und den Islam besser kennenlernen. Das hört sich aber sehr gut an. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß und einen schönen Tag. Danke, Erna. Und eins wollte ich mal sagen. Revolution wird mit R geschrieben. Revolution. Salam alaikum. Ja, servus, Happy. Ja, grüß dich, mein Freund, der Berge hier. Ja, ich sag nicht viel, ja? Was ist bei ihm los? Ja, tut schon. Und? Alles schick in der Politik? Ja, ganz ehrlich, das ist aktuell so der Scheiß. Wenn du nach meiner Stadt Wien gehst, siehst du einfach nur mehr Araber. Du da einfach noch drastischer Schergen einmal rausgehen hast. Ganz ehrlich, wenn denen sofort was ändern. Ha ja. Schau, jetzt beruhigst du dich mal, gell? Und gehen wir mal gemütlich auf ein Safterl. Und dann schaut die Welt schon besser aus. Ja, so eine Spritzarbeit schon gemütlich, muss ich sagen, gell? Hab ja schon 22 Stunden gearbeitet die Woche. Hab ich mal schon regelrecht verdient, wollte ich mal sagen, gell? Ja, passt, dann packen wir so, oder? Ja, wollte ich auch sagen, gell? Grüß Gott, Frau Klawischnik. Hi! Alles fresh, oder? Ja, danke der Nachfrage. Und, wie geht es Ihnen? Na ja, ich bin immer so einsam. Am Morgen wird der Strache so gut aussehend und lieb, der weiß es an meiner Seite. Aber sonst ist eigentlich alles im grünen Bereich checkt, oder? Soll das eine Anspielung auf Ihre politische Lage sein? Na geh jetzt verzeiht, du bist auch schön in Lechten. Tut mir leid, dass ich nachgefragt habe. Sonst ist alles in Ordnung? Ja, aber zuerst brauche ich mir was Grünes. Weil ich bin sowohl nach außen als auch innen grün. Aber das checkst sicher wieder nicht, du Wappler. Also das wird mir heute ein bisschen etwas zu viel. Kann man nicht einmal seinen Spaß haben, wir sitzen ja nicht im Parlament. Also die Botschaft hinter diesem Ulk-Schauspiel, wollte ich jetzt mal sagen, war, hört's, was die Politiker sagen und glaubt's an alles, was euch verzöhnt. Passt ein bisschen auf.